Team Rot oder Team Blau? Epic oder Xeon? Genau die Frage klären wir im heutigen Video und schauen uns an, wer aktuell die bessere Server-CPU für roundabout 250 Euro auf dem Gebrauchtmarkt zu bieten hat. Nachdem unter meinem letzten Video zu einem Xeon manche ja dachten, ich habe die 7001er Epics gar nicht auf dem Schirm, steigen wir ins heutige Video gleich damit ein. Weil, ich meine, wie kann man die Epics nicht lieben? 128 PCI Express 3.0 Lanes, 24 Kerne, 48 Threads und das Ganze für unter 200 Euro? Um genau zu sein, vertritt in diesem Video ein Epic 7401P die AMD-Fraktion, ein 24-Kerner mit einem Basistakt von 2 und All-Core Turbo von 2,8 GHz. Mit etwas Glück findet man auf eBay teilweise sogar für nur etwas mehr einen 32-Kern Epic 7551, aber fürs heutige Video ist es eben der 7401P geworden. Wo es bei den First-Gen-Epics allerdings ziemlich happig wird, ist das Mainboard. Weil während zwar reichlich der älteren Epic-CPUs günstig auf eBay zu finden sind, muss man für ein Mainboard aktuell immer noch mindestens zwischen 400 und 450 Euro hinblättern. In meinem Fall ist es die günstigste Option aka Supermicro H11 SSL-i geworden, welches zwar was Features betrifft absolut niemanden beeindrucken wird, aber zumindest die 7001er Epics direkt out of the box unterstützt. Alles in allem ist man am Ende bei seinem vermeintlichen eBay-Server-CPU-Schnapper also gleich mal bei ungefähr 600 Euro. Weswegen für viele meine bisherige Empfehlung, die Intel 2011-3-Plattform, wohl immer noch die interessantere Option sein wird. Höhe der Gefühle mit diesem Sockel ist der Xeon 2699. In der V3-Version hier kann dieser zwar mit seinen 18 Kernen nicht ganz mit dem Epic mithalten, mit etwas BIOS-Modding lässt sich auf diesen X99 China-Boards aber zumindest taktmäßig noch etwas rausholen. Meine CPU habe ich so beispielsweise von den standardmäßigen 2,3 auf 2,9 GHz unter All-Core-Last hochgebracht. Und wenn wir schon vom Mainboard reden, das ist der Punkt, an dem man mit dem Xeon richtig sparen kann. Der Xeonanji X99F8 gibt's aktuell beispielsweise auf AliExpress für etwas über 100 Euro. Was Features betrifft, muss sich das Board für ein Desktop-Board auch nicht verstecken. 2 M2 NVMe-Slots, 3x PCI Express X16, 8x SATA 3 und 8 DDR4 RAM-Bänke. Auch optisch mit schwarzem PCB und Verkleidung fürs hintere I.O. ganz cool, was in einem Serverbild allerdings eher irrelevant ist. Was da schon wichtiger ist, ist die Performance. Und um ehrlich zu sein, ist der Unterschied doch größer als erwartet. Im Cinebench A20 erreicht der Epic 7226 Punkte, während der Xeon bei 5100 Punkten herumdümpelt. Wie schon erwartet, schneidet der Xeon etwas besser im Single-Core-Test ab, aber eben auch nur um magere 18 Punkte. Den Xeon also wegen dem Single-Core-Performance-Argument zu bevorzugen, kann man sich bei dem minimalen Unterschied echt schenken. Auch größer als erwartet ist der Unterschied beim Stromverbrauch. Unter Last nehmen sich die beiden CPUs mit 195 und 230 Watt zwar nicht viel, bei den Idle-Werten schaut es allerdings schon deutlich interessanter aus. Denn während der Epic im Idle gerade einmal 51 Watt braucht, zieht sich der Xeon etwas weniger als doppelt so viel aus der Steckdose. Je nachdem, was ihr also so pro Kilowattstunde zahlt, könnte sich der Epic schneller rechnen, als man denkt. Um jetzt mal zu verdeutlichen, wie schnell sich der Epic rechnet, mal ein kleines Beispiel. Wie schon vorher gezeigt, liegt die Preisdifferenz zwischen den beiden Systemen bei etwas unter 300 Euro. Bei den durchschnittlichen Stromkosten in Österreich von 23 Cent muss der Server also rund 3 Jahre laufen, um sich zu rechnen. Was finde ich bei dem Epic nicht unrealistisch ist.
Ja, man könnte jetzt noch das Argument bringen, dass ja auch DDR3-RAM mit passendem Mainboard und den V3 Xeons nutzbar ist, aber ganz ehrlich, DDR4 ist mittlerweile auch nicht mehr so teuer. Und man bekommt beispielsweise 16 GB Samsung-Riegel auf AliExpress schon für 65 Euro. Und wenn man ein gutes Angebot auf eBay erwischt, teilweise sogar noch günstiger. Abgesehen davon ist man mit dem Epic einfach auf einer deutlich neueren Plattform. Und gerade wenn man viel NVMe-Speicher etc. in seinem Server nutzen möchte, sind die 128 Lanes schon echt nice. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen, lasst doch einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen oder weitergeholfen hat. Vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Und bis zum nächsten Video. Servus!